So, dann gehen wir ganz kurz mal an die Werkbank, weil ich glaube, wir können hier ein bisschen was upgraden. Den Seilwerfer können wir machen. Den Scharfschützenbogen können wir upgraden. Guck mal. Geflochtener Draht, sehr schön. Ja, dann machen wir es doch auch mal. Dann hauen wir das Ding mal hoch auf die höchste Stufe. Und dann können wir da theoretisch jetzt auch noch eine Spule reinknallen. Das gucken wir dann gleich. Dann den auf jeden Fall. Der ist doch ganz schön krass. Also zumindest jetzt, was das Ding angeht. Theoretisch brauche ich ihn ja nicht mal aufladen. Da muss ich sogar dann mal gucken, ob ich mich dann da mal dann dran gewöhne, dass ich den nicht komplett aufladen muss. Den würde ich aber auf jeden Fall upgraden, weil ich glaube, der hilft uns doch schon in sehr vielen Situationen sehr gut. Ja, und dann war es das auch schon. Gut, Fallen brauchen wir sonst dann nicht. Wir haben noch den Seilwerfer, den lasse ich erstmal. Bis wir ihn wirklich brauchen. Bis wir ihn wirklich brauchen und bis wir irgendwelche Fliegeviecher haben, mit denen wir dann da arbeiten können. So, Sturmvogel. Siehst du, da war nämlich gerade schon wieder was, was wir freigeschaltet haben. 3 Fähigkeitspunkte haben wir auf jeden Fall. Das lassen wir da erstmal. Stolperfallen. Damit könnten wir auch mal anfangen, theoretisch. Stachelwerfer, das haben wir noch gar nicht. Häckslerhandschuhen, das ist ja auch ein Spaß. Das ist ja was alles für Sachen hier, das gibt's ja gar nicht. Fallenstellerin. Haben wir eine Möglichkeit, dass wir die Sachen zurückkriegen? Platziere schneller auf dem Feld. Stelle Werkzeugfallen schneller wieder her. Erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen. Ich würde die gern komplett einsammeln. Platziere mehrere Fallen. Ich würde die gern komplett wieder einsammeln können, bin ich ganz ehrlich. Junge, holy shit. Also was, das, dieses Rädchen, was da gerade aufgegangen ist, ne? Das hier. Also das muss ich auch erstmal verstehen, was es damit alles auf sich hat. Das ist ja krass. Halte mehr bessere Rohstoffe, platziere mehr Fallen. Es gibt tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, dass man alles zurückkriegt, ne? Oder sehe ich das falsch? Das wäre jetzt nämlich nochmal eine Sache gewesen, die hätte ich gerne geupgradet. Dass man halt die ganzen Rohstoffe zurückbekommt. Aber das ist anscheinend jetzt erstmal so nicht möglich. Ursache mehr Schaden, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kritischer Schaden, ne? Energetisiert, das ist auch nicht die Verursache mit leichten und schweren Angriffen mehr Schaden. Das ist halt auch nicht schlecht. Das würde ich allerdings, weil ich muss gucken, wo wir das einsetzen werden. Weil ich, wie schon gesagt, eher der Fernkämpfer bin und es wahrscheinlich auch größtenteils auf Fernkampf auslegen würde. Da müssen wir jetzt halt dann nochmal gucken, inwieweit wir da, inwiefern wir da weiter das upgraden. Ich würde wahrscheinlich erstmal Richtung Scharfschütze gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Wirken mehr und schnellere Heilung. Das ist zum Beispiel schon mal sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Mehr Heilung und mehr Dings. Stelle automatisch schneller wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist. Unter 25%. Das ist auch nicht schlecht. Erhalte mehr Schaden. Oh, das ist auch gut. Das sind beides gute Sachen. Komm, wir gehen mal hier drauf. Wir machen mal beides hier. Heilung da einmal. Und das Ding auch noch einmal. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Was haben wir dann hier? Abgehärtet, trinke einen speziellen Trank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstände gegen Statuseffekte zu halten. Okay, das, mit den Sachen muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Ja, es ist vieles, was wir hier lernen. Ihr merkt, dass wir lernen da alles zusammen jetzt hier gerade. Inklusive Stolperfallen, sehr häufig mit bereits erhöhten Fallen zu finden. Ah, weil ich das als Dings, weil ich das als Aufgabe gesetzt habe. Ja, das lassen wir erstmal weg. So, neben Dornrücken, wenn wir raus mit dem Fahren nicht kommen. Haben wir das noch irgendwo auf der Karte hier eigentlich? Das haben wir gemacht. Fahrlicht. Wahrscheinlich müsste ich beschränken. Das ist wahrscheinlich eine Quest, die wir dann wirklich dann da haben. So, Gesandtschaft ist es dann jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Spezialausrüstung. Alter, wir haben 75 Medaillen jetzt. 75. Ich bin mal super gespannt, was wir damit machen können. Oder was wir damit alles kaufen können. Das würde mich jetzt wirklich dann mal unfassbar interessieren. Stürmer, Versionsnerv. Okay. Wir können auf jeden Fall theoretisch noch verticken. Ich glaube, da gehen wir gleich nochmal hin und verticken dann nochmal ein bisschen was. Spulen haben wir ohne Ende. Das machen wir jetzt noch. So, pass auf, den Scharfschützenbogen. Ich hätte gerne Spule drin. Abriss haben wir schon irgendwo drin. Das ist auch gar nicht mal so schlimm, dass der auf der anderen drauf ist. So, pass auf, wir haben ja Schock und so alles, ne? Da kann ich noch keine Spule reinpacken. In die Schockstolperfalle theoretisch. Die gibt 7% mehr Schock. Ich würde aber die persönlich eher auf das andere packen, weil ich glaube, ich die öfter benutzen würde als das jetzt. Ah, okay. Das heißt, da können wir quasi nichts drauf packen, außer das Abrissding. Das heißt, das bleibt erstmal so und das Ding müssen wir erstmal, das hier müssen wir erstmal so weit upgraden, dass wir das benutzen können und dafür brauche ich mal theoretisch noch eine weitere Schockdings. Okay, gut. Gut, gut. Dann kommst du erstmal nochmal ganz kurz hier. Ausrüstung zum Jagen. Ja, genau.
Und dann würde ich bei dir aber eigentlich nur verkaufen. Und zwar Outfits nicht, die Sachen auch nicht, Werkzeuge, da können wir dann mal gucken. Hier, wenn dann. Kann man wieder nur verticken anscheinend. F, F. Dann hauen wir die beiden da einmal kurz einmal raus. Verkaufen, danke. So, wie viele Scherben haben wir jetzt gehabt? Lass uns mal Jagdtraining gucken. gefällig, Rebbe. 1173, ja, das ist doch schon mal eine Sache, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Da drin brauche ich keine Maschine. Ja, wir sind ja schon auf dem Rückweg. So, jetzt geht's aber nach Fahrlicht. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir das alles durch. Jetzt können wir nach Fahrlicht und können da jetzt endlich mal uns mit der Gesandtschaft treffen, würde ich sagen. Den Rest, den lassen wir dann jetzt hier erstmal. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich will ja selber auch noch weiterkommen. Deswegen machen wir das jetzt dann erstmal, dass wir hier weiterkommen. Aber was wir zumindest noch einmal kurz machen können, ist hier vorne das kleine Zeltdorf hier nochmal kurz erkunden, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal nach Fahrlicht da rein. Da ist auch noch ein Tower. Da oben ist auch noch theoretisch ein Tower. Den lassen wir jetzt erst. Oh, wobei waren wir das schon? Da ist sogar noch eine Quest. Hier vorne ist auch noch. Junge, wie viele Quests haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Puh, ich will zumindest die Quests annehmen. Das tut mir leid. Es tut mir so leid, wirklich. Es tut mir so unfassbar leid. Aber das ist einfach, für mich ist das. Ich bin einfach jemand, der wirklich einfach die Quests, ja. Gerne mitnimmt. Oh, das sieht nicht so gut aus hier. Hast du den gekillt oder geht's ihm nicht so gut? Hey, was ist passiert? Was geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese zwei Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Wäre halb so Ah. wild, wenn der hier nicht so schwer wäre. Was? Zwei Idioten? Stottere ich? Ja, zwei! Oh ja, Ich habe einen okay. Rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Rüner, rein über Rainer. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Du hilfst nicht. Im Ernst? Du etwa im Ernst? So ein Spasti. Da braucht jemand Hilfe auf der Klippe. Ich sollte losklettern. Okay, da oben braucht theoretisch jemand unsere Hilfe. Da könnte man dann auch direkt oben hier den Turm doch nochmal mitnehmen. Dann machen wir das doch nochmal. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Aber ich bin einfach sowas von Zeitquest geplagt, dass ich erstmal die ganzen Sachen mache, damit wir hier wirklich alles abgeschlossen haben und nicht hier wieder hin zurückkommen müssen. So, irgendwo da ganz oben. Es ist, also das neue Klettern finde ich tatsächlich sehr gut, dass wir hier einfach überall hochklettern können. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon wirklich ziemlich gut gemacht. So, wo kommen wir hier hoch? An der Seite. Klettert einmal hoch. Dankeschön. Nehmen wir das direkt nochmal mit. Bitterkraut. Wahrscheinlich für irgendwelche Tränke auch da wieder. Ist auch schon voll, sehe ich gerade. Dann da mal hoch. Kommen wir da links lang? Ja, kommen wir. Dann gehen wir auch mal einmal links lang. Dann mal wieder hoch. Ist schon gut gemacht. Also das Klettern, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon ein paar Mal erwähnt. Finde ich einfach gut gemacht. Ist einfach schön, weil es Sachen doch einfacher macht. Hätte ich nicht gedacht. Aber es macht Sachen doch ein bisschen einfacher, was das Klettern angeht. Und schöner. Vor allem, man ist nicht so eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Zack, nehmen wir mit. So, müssen wir noch höher? Oh, bin ich schon zu hoch? Ne, da müssen wir hin. Einfach die falsche Quest markiert. Das ist natürlich auch smart. So, da ist noch jemand gefallen. Nee, da. Oh. Ich würde mal sagen, da drüben sitzt wahrscheinlich irgendjemand. Alter, was hier noch alles an Sachen rumliegt, die man da noch. Alter, kommt man da hoch oder was ist das? Ah, da vorne. Ah. I see, I see, I see. Nein, weg von mir, du Eimer voll Schrott. Hier unten ist nichts mehr. Nein. Ich wurde entdeckt. Ah, fuck. Ah, scheiße, falsche Taste wieder gedrückt. Was ist das Problem? Falsche Taste. Aua. Scheiße, ich wollte da gerade mal den Kollegen da mit dem Ding abschießen.
Ach komm. Ich weiß, dass da noch andere sind da. Jetzt. Das war jetzt der Plan. Das hat ihn leider komplett besiegt. Das ist jetzt nicht so gut. Sie haben die Osaram hier oben gefangen. Hallo. Wir sollen nur das Dings abschießen da von dir. Hallo, hallo, hallo. Ach, nee, ich treffe die auch nicht hier. Komm, du weg. Das sollte helfen. Das sah besser aus. Ach, komm. So, einmal jetzt den. Ja, und ich habe unfassbar viel Schaden gefressen, die Runde. Damit bin ich nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte allerdings auch nicht ganz auf dem Schirm, was das für die Viecher sind. Ich hätte vorher mal scannen sollen. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante gewesen, dass ich da vorher erstmal alles durchscanne und dann gucke, was da überhaupt für Kollegen sind. Weil ich wusste nämlich nicht, dass der andere da ist. Ich hatte auch die Hoffnung, dass sie mich nicht sehen werden. Das war die nächste Sache. Es hat leider auch nicht geklappt. Die Bären nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack, zack. Genau, den auch noch. Das finde ich gut, dass wir da einfach nur durchlaufen müssen bei den Sachen. So, haben wir noch irgendwas, was ich jetzt hier vergessen habe? Ich glaube nicht, ne? So. So, da würde mich jetzt mal interessieren, kann ich da jetzt... Kann ich. Einmal da ein Dings reinmachen. Einmal auf. Sehr gut. Das hat geklappt. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wo sitzt sie denn? Ich habe sie noch gar nicht gesehen, wo sie da jetzt sitzt. Da oben sitzt sie. Ah, Kollegin, moin. Na? Was fit? Rainer. Bist du Rainer. Geht schon. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon. Wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Wenigstens muss ich ihm jetzt nichts zahlen. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Und da die Kaja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie für mich und die Linsen aus den anderen Türmen. Und ich werde dich sehr reich belohnen. Okay, also das ist die Kollegin, mit der wir hier dann die Sachen handeln können. Das ist sehr gut zu wissen. Das war also mal ein Signalturm. Ja, es war ein grandioser Anblick. Die 6 Türme, beleuchtet, verteilt im Schrecken. Sie haben die Leute gewarnt, wenn die Tenak kam, was auch immer das gebracht hat. Du kannst dir wohl vorstellen, dass die Kaja keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und die teuren Linsen brauchen ein neues Heim, bevor die Türme zerstört werden. Mhm, okay. Also, bist du eine Diebin? Ich bin eher eine Opportunistin mit einer guten Nase fürs Geschäft. Mhm. So kann man das auch ausdrücken. Die Kaja werden die Türme sowieso abreißen. Für sie sind sie wertlos. Sie wollen jetzt mit den Tenak auf gut Freund machen. Also ein Verbrechen ohne Opfer. Mhm. So eine Chance. Sag das deinem Freund da unten. Pff, selber schuld. Ja, so kann man natürlich auch. Warum machst du es nicht? Na, auch ohne den verletzten Knöchel bin ich doch auch nicht nur annähernd so geschickt wie du. Da will ich aber richtig was für sehen. Es wäre doch wirklich schade um die Linsen. Mein Vater hätte das auch nicht gewollt. Okay. Dein Vater, ist er auch ein Dieb? Verzeihung, Opportunist, ja? Nein, er hat die Türme entworfen. Bevor er gestorben ist. Deshalb weißt du also von den Linsen. Ja. Sie haben ideellen Wert für mich. Okay, spannend. Solange du am Ende daraus nichts baust oder irgendwas Krasses zusammenzimmerst, was mich dann umbringt, finde ich das halbwegs okay. Ich will aber auch richtig was sehen jetzt für den Mist, ne? Also für diese Linsen will ich jetzt aber eine richtig krasse Entschädigung haben. Tja, ich habe schon welche gefunden. Na, sieh mal an. Du bist wohl auch eine Opportunistin, was? Dann will ich sie dir gern abnehmen. Das hier sollte ein schöner Lohn dafür sein. Ich bin schließlich eine ehrliche Haut.
Danke. Ich bin gespannt, was ich jetzt bekommen habe. Aloy. Rainer. Rainer, okay. Rainer, Aloy, Rainer. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel. Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Ja, das machen wir jetzt noch. Kein Stress. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Bin gespannt, was sie... sehen, was ich tun kann. Mich würde jetzt erstmal interessieren, was wir von der bekommen haben. 45 Metallscherben nur? Ja, das ist, also das ist für mich kein Lohn, für den es sich lohnt. Das, 15 pro Ding. Das ist ja nichts. Okay, bin drin. Das ist ja wirklich nichts. Also da würde ich aber nochmal mit ihr reden wollen, am liebsten. Hier unten noch irgendwas. Bevor ich jetzt mal dann nach oben gehe. Ja, guck mal. Guck mal, allein in der Kiste waren jetzt schon zwei. Und dann laufe ich hier die ganze Zeit so ein Dings hoch, einen Berg hoch, beziehungsweise einen Turm hoch. Und die Kollegin, die sagt sich dann so, ja, also für 15 pro Stück, das ist, glaube ich, ein fairer Lohn. Auf gar keinen Fall. Ich will da 50, wenn nicht sogar noch mehr, möchte ich gerne pro Linse haben. Also jetzt mal for real. Wenn ich hier schon mein Leben aufs Spiel setze, um hier diesen Turm hochzuklettern, ey. Ganz ehrlich, der andere Kollege ist schon gestorben. Natürlich ist der nicht so gekonnt wie wir. Aber, also wahrscheinlich nicht so gekonnt wie wir, aber trotz alledem, also das ist ja nichts. Ich mich richtig drüber auf jetzt gerade. Es ist nur ein Spiegel, aber ne, trotzdem. Zack. Finde aber gut, dass wir hier nochmal so ein bisschen mit dem Ding hier arbeiten können. Diesen Seilwerfer ist es nicht, sondern hier das ist Aufbrechtool hier. Ja, ja, genau. Deswegen fällt gleich noch ein, ich sag's dir. Mir ist dann auch gerade klar geworden, weißt du, wir nennen sie hier eine. Oh. Dass mich jetzt gerade gesagt hat, so von wegen so, ja, hier Opportunistin müsste, hieß es, glaube ich, ne? Aber dann ist mir im selben Moment klar geworden, dass wir eigentlich auch nichts anderes machen, als die Dinger auch daraus stehlen. Also, ja. Kann man so oder so sehen, ne? Aber ich finde aber, wir haben dieses, also, wir machen das halt einfach aus einem Grund. Hier könnte ich eine Linse für Rayna finden. Hab die Linse. Die kann ich Rayna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Oh, 6 Stück. Stimmt, wir hatten noch eine andere hier, fällt mir gerade mal so ein. Komm ich hier irgendwo runter, ohne direkt drauf zu gehen? Das hat gut geklappt. Ja, wieso? Das klappt schon. Zack. So, sehr gut. Ja, dann geben wir ihr die nochmal. So, Kollegin. Hast du die Linse gefunden? Ja. Vielleicht, wenn du mit mir handelst. Ha, handeln wir. Bitte sehr. Was für ein Anblick. Und hier habe ich etwas für deine Mühe. 15 Scherben. Wenn du noch mehr von diesen findest, komm zu mir nach Fahrlicht. Verstanden. Wir sehen uns. Also anscheinend 2 Stück können wir noch machen. Aber in den einen kamen wir noch nicht rein. 15. Mhm. Oh, Grünglanz und Bronzebarren. Ja, das ist mal ein bisschen was anderes. Das, also da sehe ich mich dann schon eher. Dass wir noch ein bisschen was kriegen, was wir noch mal verticken können. Stufe 8 erreicht. Das bedeutet 2 Fähigkeitspunkte. Die wir jetzt mal, glaube ich, hier auch noch mit reinstecken könnten. Häckslerhandschuhe. Für 3 Häcksler. Okay. Sprengschleuder. Ah, wenn die quasi bounce. Zack, 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 zack. Oh, da macht die mehr Schaden. Okay, spannend. Okay, okay. Der Häckslerhandschuh, der sieht auch schon ganz cool aus tatsächlich. Das können wir auch machen. Bolzenschießer, das hat man auch schon, dass der 8 Bolzen gleichzeitig dann da schießt. Ha. Konzentration wird langsamer verbraucht. Das ist halt auch nicht schlecht. Schön mit derselben Busche. Ah, das ist auch gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall nehmen. Zack. Und das andere auch. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das über 2 braucht er jetzt. Okay. Dann machen wir das erstmal. Dann stellen wir jetzt mehr Sachen her mit weniger Rohstoffen. Beziehungsweise mehr mit dem gleichen Rohstoffen. Das ist schon mal ganz gut. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir natürlich da köchermäßig nochmal ein bisschen was bauen. Da sollten wir dann auch nochmal gucken, dass wir... wo ging das denn? Ah, das ging hier gar nicht. Stimmt, wir müssen an eine Werkbank. Da muss ich nochmal an eine Werkbank. Da würde ich mal ganz kurz einmal dann gleich nachschauen. Was wir dafür bräuchten, theoretisch. Da vorne können wir nochmal kurz erkunden, was das da ist. Das ist ein blockierter Weg. Da müssen wir nochmal gucken, wie das dann funktioniert, wie wir das dann machen. Das werden wir bestimmt lernen.
aber noch nicht jetzt. So. Ja, dann gehen wir mal hier vorne erstmal wieder runter, hätte ich gesagt. So, da, wo wir vorhin auch runtergegangen sind. Beziehungsweise hochgegangen sind. Haben wir hier oben ein Lagerfeuer? Nee, ne? Nee. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir die Kollegin auch noch hier oben befreit. Der können wir die Linsen jetzt dann abgeben. 2 Stück noch. Ich bin gespannt, was das quasi gibt, wenn wir ihr dann alle Linsen da gebracht haben. Ja, da müssen wir, glaube ich, dann wirklich nochmal hierher kommen. Weil wir leider jetzt noch nicht alle Linsen da sammeln können. Das geht leider jetzt noch nicht, weil wir nicht an alle Orte rankommen bisher. Da brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Deswegen würde ich da mal gucken, dass wir so, wenn wir so ein bisschen drinne sind und wir gerade mal so eine, ich sag mal, freie Zeit haben, so nenne ich das jetzt einfach mal, dass wir dann da mal schauen, dass wir hier vielleicht nochmal zurückgehen und nochmal gucken, dass wir hier die anderen Türme mal erkunden. Wenn wir vielleicht merken, dass das eventuell jetzt gerade was sein könnte, was uns dabei hilft. Ja, Kollege ist tot, schade. Dass uns dann dabei hilft, dass wir da eventuell auf die Türme hochkommen. So, jetzt haben wir auch wirklich nichts mehr. Jetzt haben wir hier nur noch die eine Quest. Waren hier nicht gerade noch 2 Sidequests? Da muss ich näher ranlaufen, damit ich das sehe. Ah, ich war zu weit weg. Genau, hier haben wir nochmal 2 Sidequests, die nehmen wir natürlich an. Kommt dann ganz darauf an, was, um was es sich dann da handelt und wie weit wir dann da jetzt weitermachen. Okay, so, wir kommen ins Fahrlicht. Ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Das machen wir natürlich. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was zum Einsacken. Ah, das sind hier irgendwelche Pflanzen, ne? Okay. Hier wird irgendwas hochgeholt, beziehungsweise... Hier werden Holzstämme hochgeholt. Oh, das will ich mir jetzt mal angucken, ob das wirklich... Zack. Jetzt steht er da. Weil das finde ich so Details, die finde ich halt geil. Das sind wirklich so Sachen, die fühle ich halt richtig. Dass das hier quasi wirklich... Bam. Das ist halt cool. Gut, dass das jetzt natürlich da unten reinfällt und dann quasi weg ist, ist ein bisschen schade. Aber das ist trotzdem cool gemacht. Dass das hier wirklich funktioniert, sag ich mal. So, nehmen wir davon nochmal ein bisschen was mit rein. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier ist sonst auch nichts mehr. Steinbruch hier vorne. Wahrscheinlich wird hier, werden hier die Sachen aus dem... Nee, andersrum. Hier werden die Sachen aus dem Steinbruch wahrscheinlich verarbeitet, würde ich mal sagen. Hier wird geschmiedet. Ist ja was wie Irwin da gerade, der eine Kollege. Das Ding fährt leider nicht. Da ist wieder was unten drunter. Gehen wir theoretisch hoch. Hier werden auch Steine transportiert. Da unten ist auch wieder was unten drunter. Ja. Alles mit der Ruhe, Kollegin. Alles mit der Ruhe. Hier ist aber sonst auch nichts mehr, ne? Ne, hier ist erstmal nichts. Ist schon süß gemacht. Ist schon wirklich cool. Gefällt mir richtig gut. Sehr viel Liebe zum Detail auch wieder hier. Und wie schon gesagt, diese kleinen Sachen, dass du halt immer hier dann Leute hast, die arbeiten und dass die Sachen auch wirklich funktionieren und die dann nicht einfach nur rumstehen und irgendwas rumhauen, was am Ende keine Funktion hat, sag ich mal. Das sind halt so die Sachen, die mich wirklich, die ich super, super nice finde. Weil das sind diese Kleinigkeiten wirklich. So, pass auf, dann gehen wir nochmal hier in die andere Richtung nochmal. Hier in der Mitte waren wir nämlich auch noch nicht gewesen. Hier ist eine Werkbank. Da will ich jetzt als erstes einmal ran. Weil ich nämlich gucken will, Beutel-Upgrades. Ich will nämlich einen Köcher, also größeren Köcher. Waschbären brauchen wir noch. Das wäre ganz gut. Also ein Waschbär brauchen wir. Die alle auf jeden Fall erstmal. Fuchs. Eine Heerfeder. Und Waschbär. Kann ich da mehrere Sachen erstellen? Ja, das will ich gerne. Oh ja, das ist sehr gut. Die drei würde ich auf jeden Fall haben. Zeigt er mir die jetzt wahrscheinlich links dann an? Ja, okay. Gut, jetzt sind aber die selbst erstellten Sachen dann da. Okay. Er zeigt uns das sogar direkt auch auf der Karte an mit Gebieten und allem. Gut zu wissen. Das dürfte dann Aufgaben, die selbstgemachten Aufgaben. Ah, das ist super cool, dass man das machen kann. Das gefällt mir richtig gut. Das muss ich sagen, das finde ich richtig, richtig gut. So, tut Kollege. Mir leid. Vorübergehend geschlossen. Ah, okay, wir müssen erst hier mit den Leuten reden. Borat. Muss ich mal ganz kurz einmal auffüllen hier. Haben wir nichts gehabt. Gut, da vorne ist eine Sidequest. Bevor ich dich jetzt aber gleich annehme. Ne, den Kollegen kennen wir noch nicht. Ich wollte gerade sagen, kennen wir den Kollegen schon, aber nein.
gehofft, dass du herkommst. Das ist Petra. Ah, nee, das ist die Kollegin. Ja, guck mal, oh, hier können wir wieder spielen. Das wollte ich mir auch nochmal angucken, aber das machen wir später dann erstmal. Das machen wir nicht jetzt, dass wir uns das angucken. Wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen erkunden. Was wir noch so haben. Hier oben sind Tränke nochmal. Freundin der Karja, wie kann ich helfen? Ja, momentan gar nicht, danke. Gut, hier wird gekämpft. Hör! Ich hoffe, ich habe gestern nicht. Hier wird gekämpft. Hier sind Rüstungen wieder. Kann ich das Ding hier, kann ich das Ding jetzt hier mitnehmen? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ich kann es nicht scannen. Ich bin irritiert, bin ich ganz ehrlich. Das andere konnte ich ja auch schon nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Oh, oh nein, habe ich mich jetzt hier schon dran. Oder muss ich da noch warten? Weil ich kann es nicht mitnehmen. Es ist nicht... Oder muss ich es tatsächlich... Oh mein Gott, ich muss es mit V machen. Oh mein fucking Gott. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert, wenn ich quasi hier die mittlere Maustaste benutze. Weil das eigentlich auf dieselbe Sache gebindet ist. Also eigentlich ist es dieselbe Sache. Aber, ja, anscheinend doch nicht. Anscheinend ist das doch nicht dieselbe Sache. Was ich schade finde. Weil hier ist auch nur ein Bug. Das würde ich jetzt auch nicht, also es wäre nicht unmöglich, sag ich mal. Lass kurz mal gucken. Hast du Linsen gefunden? Brainer. Ich arbeite dran. Ja, das stimmt. Okay, gut zu wissen. Hätte sein können, dass wir mit dem noch mehr bereden können. Aber dann fragen wir erstmal den Kollegen hier vorne, was der so hat. Moin. Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahrlicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Mhm. Okay. Also bis später. Also ein Händler. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Oder ist die Quest jetzt einfach, dass wir das Tor aufmachen? Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Ja, ja gut, das ist halt, ich sag mal so, da ergeben sich halt neue Möglichkeiten, nenne ich das jetzt mal. Bauteile KG, mhm. Ich geb dich... Ah ja, okay. Ah ja, I see. Ja gut, ne? Gesandtschafter erstmal. Gut, das heißt, das ist auch quasi nur, dass wir uns dann auf der anderen Seite treffen. Wahrscheinlich hat er dann noch eine andere Quest für uns, dass wir noch eine andere Seite treffen. Das würde ich jetzt nicht für unwahrscheinlich halten.